Hallo Kinderlein, einen schönen 3. Dezember. Gestern habe ich über meine Kindheit gesprochen und heute rede ich über meine Schulzeit, also über alles jetzt geschwind gestreckt, zack, zack, zack. War ein bisschen her hier, Mensch, komm mal her da. Ja. Also meine Schulzeit war alles in allem sehr, sehr schön. Ich hatte immer viele Freunde und das war's. Also in der Grundschule war alles wirklich sehr schön. Ich war hier bei uns in Grünstadt in der Grundschule. Ich musste nicht lange laufen, also wir konnten zur Schule hinlaufen, war ein recht kurzer Weg. Ich habe mich mit meinen Kumpels immer getroffen, dann zack hin. Und generell war ich so der Schüler, das bin ich immer noch, also Lernen ist nicht so ganz meine Sache. Ich sage einfach mal, zum Glück bin ich so schlau und weiß alles. Zum Glück reicht mir es oft, dass ich setz mich halt einfach hin und hör zu und dann geht es schon. Natürlich ist es aber auch so nicht optimal. Also ich war schon immer derjenige, der vollkommen zufrieden war mit einer 3. Ich habe mir gesagt, so, 3, 4, naja, geht auch, so ungefähr, ne? Also ich war noch nie so, ja, ich muss jetzt unbedingt eine 1 schreiben oder sowas. Was natürlich eigentlich sehr schade ist. Ich bin halt überhaupt nicht strebsam bei sowas. Aber naja, so ist man halt, wenn man cool ist. Und dafür habe ich voll früh angefangen zu rauchen, ne Quatsch. Mein erster Schultag lief ganz gut ab. Also ich saß da, hab mir alles angehört, angeguckt und dann hat mich meine Mutter abgeholt. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, es war schön, aber ich mach das nicht. Also ich gehe da nicht mehr hin. Und hat sie dann natürlich gelacht, hat gemeint, wie, was ist denn los, warum gefällt dir das nicht? Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß die ganzen Sachen ja gar nicht, die wir da gemacht haben. Und dann hat sie gemeint, ja, du bist ja da, um das zu lernen. Das war meine erste Begegnung mit der Schule, so habe ich als Kind gedacht. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass ich da weiterhin hin muss. Später wurde mir dann sogar irgendwann klar, dass man arbeiten gehen muss, um Geld zu haben an den Automaten, wo Mami und Papi immer Geld geholt haben. Und dann ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, ich muss irgendwann arbeiten gehen, das war schrecklich. Aber naja, okay, die Schulzeit war recht angenehm. Mit steigendem Alter ist es bei mir aber so verlaufen, dass ich irgendwann schon, das fing schon in der 8., 9. Klasse an, die Leute nicht mehr richtig, also ich wusste nicht, wie die heißen. Ich hatte meine Kumpels, wir saßen meistens auch so zusammen, The Werl und sowas, und bei Wollen war das auch ein bisschen, und dann waren weiter hinten einfach die, so ein Viertel der Klasse gesessen, nicht ganz die Hälfte, aber ein Viertel, und wir wussten nicht genau, wie einige von denen heißen. Wir wussten, dass sie da sind, die gehören zu unserer Klasse, also wenn ein Brand gewesen wäre, wir hätten die identifizieren müssen, ja, die sind irgendwie bei uns gewesen, aber ob die jetzt, also wie die jetzt heißen oder so, ist schwierig. Und bei mir hat sich das ziemlich krass weiterentwickelt, also jetzt in meiner Ausbildung hat sich das leicht verstärkt. Also ich habe eine schulische Ausbildung gemacht. Ich bin nämlich sowas wie eine Art Chemiker, ihr Sacknasen, ja. Nicht immer nur dummschwätzen. Da hat es dann immer weiter abgenommen. Also natürlich wird man noch begrüßt und hallo Jan und irgendwie kennen die meinen Namen. Ich weiß nicht warum. Aber wenn ich dann da stehe und sage, ja, hallo, genau, das ist schon schwierig. Und jetzt im Studium kenne ich von meinen Kommilitonen, vielleicht von diesen, wie viel sind es insgesamt, keine Ahnung, 40 Stück oder sowas, weiß ich, wie einer heißt. Der Rest sind irgendwelche Gesichter, keine Ahnung. Ich könnte sie nicht identifizieren bei einem Brand. Also ich bin kein guter Mensch bei einem Brand. Es brennt auch so oft da, wo ich bin, ne Quatsch. Ich könnte vielleicht gerade noch so sagen, ob die Jungs Männer sind und die Frauen Frauen, vielleicht. Ich bin auch jemand, der, als ich die kurzen Zeiten, die ich bis jetzt gearbeitet habe, um mir ein bisschen Kohle nebenbei zu verdienen, beziehungsweise um meine Fachhochschulreife eben anerkannt zu bekommen, muss man ein halbes Jahr irgendwo arbeiten. Und da habe ich im Labor bei uns im Klärwerk geschafft. Und wenn dann da irgendwas war, sowas Gemeinschaftliches, von wegen an Weihnachten, hey, Jan, kommst du mit? Die Belegschaft geht dann da und dort essen. Und dann ist meine einzige Frage, ist es freiwillig? Ja, ist es freiwillig. Gut, dann komme ich nicht mit. Dann bin ich zu Hause. Pff, sobald die Arbeit fertig ist, sobald die Glocke klingelt, springe ich aus dem Fenster raus ins Auto und bin weg. Also ich mache dann lieber was mit meiner Familie, mit meinen Kumpels und sowas, wie mit irgendwelchen Arbeitskollegen oder Schulkollegen. Das ist für mich einfach nur Arbeit oder Schule. Das ist unwichtig. Man macht es halt, wenn man es machen muss und das war's. Sicherlich ändert sich das vielleicht irgendwann, dieser Gedanke. Aber im Moment bin ich noch voll in dieser Denke. So von wegen, das ist ja, ist halt einfach Arbeit. Unangenehm. Ich verbinde mit Arbeit, Schule, Studium, habe ich schon immer, seit ich ein kleines Kind bin, dieses unangenehme Gefühl im Magen gehabt. Dieses, ich muss es machen, wie eklig. Und ja, das war meine Schulzeit. Also, das war der 3. Tag. Diesmal auch mit wunderschönem Bild wieder. Meine kleine Madame hat ein Bildchen gemalt. Hier nochmal das Bild. Und ja, bis morgen.